Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Wir versuchen jetzt alles einzusammeln, was wir brauchen, damit wir das, wie heißt es? Danger Zone Achievement bekommen, glaube ich, heißt es? Ich glaube, Danger Zone heißt es. Das, wo wir alles zerstören oder benutzen müssen in unserem Bunker. Brauchen die Taschenlampe, können wir gleich reinschmeißen, perfekt. Wir brauchen trotzdem noch ein bisschen Essen und ein bisschen Trinken. Wir nehmen mal keinen von unseren Leuten mit, sag ich mal. So, dann brauchen wir die Waffe, genau. Und das Radio. Das Radio brauchen wir. Dann nehme ich nochmal schnell die Flasche mit. Und das Essen. Okay. Ach, das Radio nimmt nur einen Platz weg. Oh. Das. Und die Karte. Die Gasmaske. Sehr gut. Wo ist das Medikit? Wir nehmen mal das Buch noch schnell mit. Wo ist das? Da ist das Medikit. Ich hab's gesehen. Medikit. Trinken. Okay. Können wir nochmal hier schnell essen. Und das beides mitnehmen. Noch mit? Ne, warum nimmt der das nicht mit? Oh Mann! Okay, egal. Ich glaube, wir haben alles, oder? Ich bin der Meinung, wir haben alles geholt. Oder habe ich was vergessen? Ne, eigentlich nicht. Nee, wir haben nichts vergessen. Okay, sehr gut. Wir haben auch ganz gute Vorräte, sag ich mal. Das könnte was werden. Ted ist verrückt am ersten Tag. Das ist nicht gut. Wir können das Medikit usen. Ja, warum nicht? Ja. Richtig hinsetzen erstmal. Okay, hat nichts gebracht, sag ich mal. Ted hat großen Durst, ja gut. Wir brauchen Nachrichten. Ja, wir hören Radio, vielleicht geht es kaputt. Ja, ist kaputt gegangen, sehr gut. Sehr gut. Aber wenn hätte ich eine Person mitnehmen sollen, damit die eine Expedition machen kann. Oh, das wäre eine gute Idee gewesen, shit. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt halt auf das Erdbeben oder so hoffen. Mein Sound ist so laut und so leise irgendwie. Er kriegt was zu trinken. Wir müssen auf das Erdbeben hoffen, dass die Gasmaske auf jeden Fall kaputt macht. Und die Taschenlampe. Den Rest kriegen wir auch so kaputt. Ted wird die Karte zerkratzen wahrscheinlich. Ted hat Hunger. Ted kriegt an Tag 7 Essen. Ja, jetzt kriegt er Essen, genau. Alles klar. Ted darf halt nur nicht abhauen. Er darf nur nicht abhauen. Wir gehen nicht raus. Wir wollen gar nicht gerettet werden. Ich will nur das Achievement bekommen. Großen Durst, ja. In 2 Tagen kriegst du trinken. Alles gut. Ja, wir können das Buch retten. Das müssen wir nämlich nicht zerstören. Radio und Medikit sind schon kaputt, also von daher ist alles okay. Das Buch können wir retten. Ein Tag noch, bis er Wasser kriegt. Wir nutzen mal die Taschenlampe. Ist er krank? Nein, ist er nicht. Aber kacke. Er ist verletzt und ich habe gehofft, dass die Taschenlampe irgendwie kaputt geht dadurch. Aber nein, leider nicht. Nein, wir essen keine Pilze. Das könnte uns krank machen. Ich meine, wir sind schon verletzt. Ich weiß gar nicht, ob uns das krank macht oder uns töten kann, sag ich mal. Neues Medikit herstellen wäre natürlich auch eine ganz geile Sache. Yo, wir nutzen die Waffe. Komm, jetzt bitte nur noch dieses Erdbeben. Bitte nur noch das Erdbeben. Mehr brauche ich nicht. Bitte, bitte gib mir das Erdbeben.
Bitte gib mir das Erdbeben. Ich will das Erdbeben haben. Ah. Gib mir das Erdbeben. Gib mir das Erdbeben. Der Ted braucht ein bisschen Wasser, genau. Essen kriegt er am nächsten Tag. Wasser kriegt er später. Oh, ich hoffe, er wird nicht krank oder stirbt durch die Verletzungen. Das wäre nicht gut. Das wäre eindeutig nicht gut. Er kriegt Essen, genau. Wir können kein Radio hören. Und ich hoffe, er haut auch nicht ab. Bevor nicht alles erledigt ist. Der Chat kriegt Trinken, genau. Komm, gegen die Kakerlaken können wir was mit dem Buch machen, alles gut. Wir hätten vielleicht noch das Insektenspray mitnehmen sollen. Ja, die Karte ist schon mal kaputt. Nice, aber bitte gib mir das Erdbeben, Mann. Bitte gib mir das Erdbeben. Komm schon. Ich kann das Zelt leider nicht rausschicken, sodass die Gasmaske kaputt geht. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und ich weiß gar nicht, wie wir sonst auch anders die... Nein. Ich weiß auch nicht, wie wir die Taschenlampe anders kaputt kriegen, außer mit dem Erdbeben. Ich habe keine Ahnung. Ted hat Hunger und Ted braucht Wasser. Ja, das kriegt er bald. Hm. Ein Versuch war es wert, oder? Warte, was? Oh Gott, Ted. Sie haben Ted, okay. Ich sollte eine Person mitnehmen, oder? Eine Person sollte ich mitnehmen. Ich glaube, ich nehme Mary Jane mit. Wir versuchen es weiter, Leute. Wir versuchen es weiter. Heute ist der Part, wird der Part dem Danger Zone Achievement gewidmet. Ich weiß nicht, ob es wirklich Danger Zone Achievement heißt. Aber wir machen es halt auf Zabomba, weil das halt am meisten Sinn macht. Es heißt Danger Zone, ja. Es heißt Danger Zone. Okay, Medikit. Sehr geil. Und Buch. Medikit, Buch. Trinken nehmen wir auch schon gleich mit. Schöne Sache. Da ist die Gasmaske. Und die Karte. Und die Taschenlampe, die ich gerne mitnehmen will. Danke. Rein. Sehr gut. Hier haben wir nochmal trinken. Nochmal ein bisschen essen. Sehr gut. Geh rein da jetzt. Okay, die Waffe. Nochmal ein bisschen essen. Habe ich alles? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe alles. Alles Wichtige, was wir brauchen. Nein, das Radio. Oh. Radio. Mary Jane. Nochmal eine Suppe mitgenommen. Ich weiß nicht, ob wir genug davon haben, von dem ganzen Kram. Aber ich glaube, wir haben alles geholt, oder? Haben wir alles Wichtige? Ich glaube, wir haben alles Wichtige. Ich hoffe natürlich, wir haben alles Wichtige. Mann. Immer Angst, was zu vergessen zu haben. Nein, wir haben alles Wichtige, glaube ich. Wir können sogar ein neues Medikit herstellen. Mit dem Dings, mit dem Insektenspray. Was sehr gut ist. Wie viel Wasser haben wir denn? Ja, wir haben wenig Wasser, ne? Das ist das Problem. Wir haben wenig Wasser. Ich sollte mich mehr aufs Wasser konzentrieren, nicht so aufs Essen. Wäre, glaube ich, vom Vorteil. Aber wir gehen... Ja, wir schicken Mary Jane jetzt mit der Maske raus. Mit der Gasmaske gleich. Dann nehme ich das Radio. Ja, ein Radio. Komm. Ja, ist kaputt. Nice. Es ist kaputt gegangen, das ist sehr gut. Ich muss halt irgendwie die Taschenlampe kaputt kriegen. Ich weiß halt nicht wie. Das ist das Problem. Mary Jane geht raus mit der Gasmaske. Mach sie mal bitte kaputt, Mary Jane. Das wäre super. Und bring schön viel Trinken und Essen mit. Das wäre noch besser. Das wäre noch besser. Komm überhaupt zurück. Das wäre am besten. Also ich meine, komm schon. Überhaupt zurückkommen wäre super. Das würde mich sehr freuen. So, ja, er kriegt jetzt was zu trinken. Genau. Komm schon, irgendein Erdbeben oder so. Das Erdbeben wäre super, weil dadurch geht halt die Taschenlampe kaputt. Hat sich gerade meine Cam neu gefokust? Oh Gott.
Stinken wir. Nein, wir machen nichts, aber wir werden jetzt krank sein wahrscheinlich, ne? Das heißt, wir können unser Medikit benutzen. Ja, können wir. Und die Gasmaske ist noch heile. Was ist denn mit dir, Mary Jane? Wir haben zwei neue Suppen bekommen, zwei neue Flaschen Wasser. Okay, Karten. Ted hat Hunger. Ja, die beiden kriegen was zu essen und Ted kriegt noch ein Medikit in die Presse. Tieraugen in der Dunkelheit. Komm, wir versuchen mal Pancake zu holen. Pancake könnte noch nützlich werden, wenn wir das Ganze überleben wollen. Also ich meine, wir können ja versuchen, das zu überleben und trotzdem alles zu usen. Ted hat sich von der Krankheit erholt. Genau, ein bisschen Essen für Mary Jane wäre nett. Ich gebe mir nochmal Essen. Ich gebe ihr nochmal Essen. Ich weiß halt nicht, ob ich Ted rausschicken kann. Sollen wir es gleich mal... Ach, ich mach's nicht. Ich teste das einfach mal aus, wenn ich nicht, trinken, genau. Mary Jane hat immer noch Hunger, Alter. Was ist denn mit dir? Einen Tag können wir noch warten mit trinken. Ich teste das irgendwann mal offscreen aus. Ob man Ted rausschicken kann. Zu einer Expedition. Das wäre echt super zu wissen. Müssen wir was zu trinken geben? Nichts zu... Okay, die wollen beide nichts zu essen, okay. Mary Jane will doch nichts mehr essen. Mary Jane muss sich erholen, damit wir sie rausschicken können. Mit der Gasmaske. Damit sie die endlich mal kaputt machen kann. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Wäre schön. Oh, hör auf mit dem Radio, Alter. Hör auf mit dem Radio. Radio. Okay. Ja, die haben Hunger. Die kriegen in zwei Tagen Essen. Ja, unser Hundi kommt zurück. Wir füttern ihn natürlich. Wir haben kein Medikit, ne? Wir hoffen auf das Event, dass wir ein Medikit herstellen können. Um Pancake später zu verbinden. Was Nahrung, genau. Etwas zu trinken wäre auch gut. Kriegt ihr bald. Ein Erdbeben. Ja, wir retten die Gasmaske. Die Taschenlampe ist scheißegal jetzt. Die brauchen wir nicht. Gut, die Taschenlampe ist kaputt. So, die kriegen jetzt was zu essen. Es klingelt das Telefon. Wir machen's. Bitte ist es nicht das Event. Sei wieder heile zurück. Ja, okay, es waren die Zwillinge. Wir versuchen ja trotzdem gerettet zu werden, würde ich mal meinen. Genau. Es waren die Zwillinge. Komm, die kriegen noch mal was zu essen. Nicht, dass sie mir noch sterben, sag ich mal. Wir wollten gerade anfangen, unserem Buchclub über das einzige Buch, das wir gelesen hatten, das Telefonbuch, zu debattieren, als wir von einem hastigen Klopfen an der Tür unterbrochen wurden. Es stellte sich als eine Gruppe von Flüchtlingen heraus, die wie wir die Bombe überlebt hatten. Sie waren wesentlich schlechter dran als wir und flehten uns an, Essen, Verbandszeug oder Nahrung. Können wir nicht geben, wir haben selber zu wenig. Es tut mir leid! Die hätten uns wahrscheinlich nur ein neues Radio oder so gegeben und das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Muss ich sagen. Kann ich nicht gebrauchen. Hier ist die Karte herunter. Ja, gucken wir den Safe. Das Achievement können wir nebenbei auch noch erledigen. Was haben wir bekommen? Nichts? Wir haben Essen verloren? Okay, das ist nicht cool. Aber wir können Mary Jane auf eine Expedition schicken. Alter. Scheiße, wir brauchen mehr Essen, ne? Wir brauchen mehr Essen, Alter. Das ist nicht gut. Das ist ein... Wir geben Mary Jane nochmal Wasser? Obwohl, nein. Nein. Mary Jane geht raus mit der Gasmaske, genau. Wir müssen noch die Karte und die Waffe kaputt kriegen. Wie kriege ich denn die Karte kaputt? Oh, scheiße. Eine muss verrückt werden, ne? Es muss ja verrückt werden, ja? Pancake ist zurück, wir nutzen die Karte. Vielleicht geht sie jetzt auch kaputt. Das wäre natürlich auch eine ganz gute Sache. Nein, ist sie nicht, schade. Aber wir... Wow. Das mit dem Essen? Hat sich erledigt. Wir haben gut genug Wasser und Essen jetzt. Aber wir brauchen immer noch Medikit. Neues. Das wäre super, wenn Mary Jane es mitbringen würde. Das wäre super. Sehr, er kriegt Essen, genau. Okay, oder so. Schöne Sache. Wir können Pancake mit aufnehmen, Leute. Wir können Pancake aufnehmen. Das ist sehr geil. Ich hoffe, Mary Jane kommt zurück. Ted hat Hunger. Ja, das ist okay. Nein, wir reparieren die Taschenlampe nicht.
Weil das ist schlecht. Scheiße, ich habe das Gefühl, Mary Jane kommt nicht zurück. Oh Mann. Nein, wir können die... Nein, nein. Ted kann verrückt werden, so macht er die Karte kaputt. Oh, okay, sie ist wieder da. Mach doch die Gasmaske mal Schrott, Alter. Mann, Mary Jane. Sie hat nichts gebracht. Das ist dumm. Das ist gerade echt dumm. Ja, wir gehen hin. Wir gehen hin, wir gehen hin. Das ist das Treffen mit den Zwillingen. Gerettet werden von den Zwillingen ist immer gut. Ist immer eine sehr, sehr gute Sache. Wagenknot, nichts zu trinken wollen die? Okay, dann warten wir noch mal ein paar Tage. Aber wir geben mal Essen, vorsichtshalber. Pancake ist zurück. Ja, wir holen Pancake. Pancake bleibt jetzt hier. Das ist geil. Wir können ihn rausschicken, damit er Sachen holt. Hey, Pancake! Hallo, du kleiner Süßer. Wie süß. Niedlich. Niedlicher Hund. Okay, wir klatschen Mary Jane mal voll mit Essen und Trinken, damit sie mal komplett runterkommt, sag ich mal. Mary Jane hat Geburtstag. Ja, nein, ja, nein. Ja, sie darf nicht verrückt werden. Sie darf nicht verrückt werden. Das ist ein bisschen problematisch sonst. Vielleicht bricht da auch nochmal ein Feuer aus, wodurch wir die Karte nicht retten müssen. Ziemlich hungrig. Ted nichts trinkt, hält er nicht lange durch. Genau, Mary Jane kriegt noch was zu essen. Aber Ted kann bis Tag 5 warten. Wir wollten gerade... Ich glaube, wir werden gerettet, wenn wir jetzt aufmachen. Ich glaube, das wollen wir nicht. Ich glaube, das wollen wir nicht. Nee. Immer noch braucht sie Essen. Nee, jetzt warte ich aber, ey. Jetzt warte ich aber, bis Ted auch Hunger bekommt. Ich habe gerade Angst, dass ich einen Tag zu wenig... Komm, Ted kriegt jetzt trinken. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Mary Jane ist krank. Kacke. Kann sie sich mal... Kann sie sich mal erholen? Ich würde sie gern rausschicken. Ich will die Gasmaske noch Schrott kriegen, hallo? So, jetzt dürfte aber alles wieder fresh mit den Leuten sein, ne? Ziemlich zermürbt, genau. Okay, alles fresh. Alles fresh. Tag 32 mittlerweile. Heilige Kacke, ey. Ich hab nicht erwartet, dass wir so lange durchhalten, sag ich mal. Ja, wir sollten Pancake rauslassen. Er kommt ja immer wieder, ne? Oder kann es sein, dass er mal nicht wiederkommt? Hat das was gebracht? Ja, Dose Essen. Okay, cool. Das ist sehr cool. Ja, das ist sehr cool. Wir tauschen nur das hier, glaube ich, ein. Eine Dose Essen. Bräuchten zwar Wasser, aber ich kann die Waffe nicht eintauschen. Weil dann ist sie weg und nicht kaputt. Und das ist doof. Das ist sehr doof. Mary Jane hat sich erholt. Geil. Mary Jane hat sich erholt. Wir starten eine Expedition. Ja, wir können leider den Geschwistern nicht helfen. Nicht helfen. Sonst ist vorbei. Aber wir können Mary Jane nicht mit der Gasmaske rausschicken, falls sie nicht wiederkommt. Wir schicken sie raus. Ohne Gasmaske. Falls sie halt gar nicht wiederkommt, ist halt das Problem, dass die Gasmaske dann weg ist. Und das wäre doof. Das wäre sehr, sehr doof sogar. Okay. Ted hat großen Durst, okay. Ach, komm schon.
Bitte lass Mary Jane wieder zurückkommen. So ein paar Sachen wäre schon ganz geil. Mhm. Ja, Pancake lassen wir eine Weile nach draußen. Bitte wegen Wasser mit Pancake. Wasser. Pancake hat eine Dose Essen mitgebracht. Mary Jane zwei Flaschen Wasser. Das ist okay. Beide essen und trinken. Ja, wir gucken mal nach. Komm schon, irgendwie müssen wir die Karte und die Gasmaske Schrott kriegen, Mann. Noch mehr Essen bekommen. Sehr geil. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Ja, jetzt warte aber noch ein paar Tage. Wir können uns nicht beschäftigen, scheiße. Ted ist verrückt. So können wir die Karte jedenfalls Schrott kriegen. Nee, das Telefongespräch hatten wir schon. Das heißt, das ist das, wo wir abgeballert werden. Und das wollen wir natürlich nicht. So, ein Tag. Ja, wir können noch zwei Tage warten, müssen essen und trinken. Nein, wir essen keine Pilze. Das wäre nicht gut. Eindeutig nicht. Sehr gut. Okay. Mary Jane ist immer noch gesund, immer noch da, sag ich mal. Müssen wir trinken. Dann komm schon, Alter. Ich will dieses fucking Achievement haben. Ja, komm, wir geben Mary Jane nochmal Essen. Pancake will unbedingt an der Weihnacht nach draußen. Ja. Er bringt wieder Essen mit wahrscheinlich. Also, ich glaube, an Essen fehlt es uns bald nicht mehr. Nein! Kacke! Nein! Nein! Oh, ich dachte, der bringt nur Essen und Trinken mit. Oh nein! Oh Mann! Oh Kacke! Wie soll ich denn jetzt die Taschenlampe Schrott kriegen? Ich weiß nicht, wie die kaputt geht. Das ist bad. Wir schicken Pancake nicht mehr raus. Bräuchten zwar noch ein paar Flaschen Wasser. Das wäre... Oh ja, die Karte ist kaputt. Das ist schon mal gut. Karte ist kaputt. Das ist sehr gut. Was wollt ihr was zu trinken? Ja, trinken kriegt er. Können leider nichts eintauschen. Oh, das Radio. Wäre schön gewesen, hätten wir das eintauschen können. Aber dann hätten wir das Achievement noch nicht bekommen. Er hat jetzt Magenknurren, dann kriegst du Essen. Nee, noch, kriegst du nicht. Kriegst du nicht? Eiskalt nicht. Dem, 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 dem. Dem, 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 dem. Komm schon. Irgendein Event, was alles schrotten lässt. Nochmal ein Erdbeben wäre geil. Nochmal ein Erdbeben wäre geil. Nein. Das wäre... Nein. Nein. Einfach nein. Du bringst locker wieder irgendwie nur noch eine Karte oder so mit. Ich sag's dir. Das wollen wir nicht. Ja, okay. Uns fehlt nur noch eine Sache, Leute. Nur noch eine Sache für das Snowstone Unturned Achievement. Das wäre natürlich auch geil, wenn wir das jedenfalls bekommen. Wir haben zwei Flaschen Wasser bekommen. Oh, geil. Oh, cool. Das ist sehr cool. Den beiden galoppierenden Herrchen da dürfen, hätten wir eh keine in der Karte zeigen dürfen, weil dann hätten wir ein neues Radio bekommen. Das wäre nicht so gut gewesen. Ted kriegt noch mal Essen. Nein, wir reparieren die Karte nicht. Das können wir nicht machen. Warum ist Ted jetzt krank geworden?
Warum, sagt mir mal einer, warum ist Ted jetzt krank geworden? Er hatte genug Essen bekommen eigentlich. Genug Sachen. Okay, wir schicken Pancake raus. Das nächste Mal. In der Hoffnung, dass er ein Medikit mitbringt. Was wir dann usen können, um ihn... Um Ted wieder... Nein, wir machen nicht auf. Ich hoffe, er bringt, Pancake bringt Medikit mit, damit wir Ted wieder gesund machen können. Das wäre sehr, sehr schön. Und wir haben kein Radio, Mann. Nein, das können wir nicht machen. Wir bräuchten noch eine Axt. Vielleicht findet Pancake ja auch eine Axt. Das wäre natürlich auch nett. Ja, Pancake geht raus. Dip, 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 dip. Er hat Essen mitgebracht. Naja, gut. Okay. Okay, wir nutzen die Waffe. Jetzt haben wir die auch schon mal kaputt. Komm, jetzt nochmal ein Erdbeben. Bitte, gib mir einfach nur ein Erdbeben. Bevor Ted abhaut. Das wäre so schön. Eigentlich dürfte er gar nicht verrückt sein, weil wir haben Pancake bei uns. Bevor Ted abhaut oder durch Kranksein stirbt. Das wäre super, wenn wir... Großes Loch auf unserer Karte. Nein, schade, dass wir mit dem Buch nicht unser Medikit retten können. Oh Mann, ey. Ich will dieses Achievement. Ich will dieses Achievement. Plünderer. Ist jetzt Ende, oder? Nein, nicht Ende. Sie haben Pancake mitgenommen. Ohne Pancake hätten wir uns sofort ergeben. Hätte... Ah, Pancake. Du bist unser Retter. Vielleicht ist dort ein Medikit. Ich habe keine Ahnung. Nein, hätten wir nicht machen dürfen. Doch. Nein. Weiß ich nicht. Ted ist nicht mehr verrückt und wir haben eine Karte. Dein Herz. Wir haben eine neue Karte, aber Ted ist nicht mehr verrückt. Ist immer schon mal ein Vorteil. Und Ted hat Hunger. Wir geben ihm Essen nicht, dass er... Ach ne, er ist eh krank. Ah. Mann. Ted ist nicht mehr so verrückt, meine ich. Oder? Ach, keine Ahnung. Ah. Ja, nehmt uns gern Essen weg. Ende. Ted ist abgehauen, oder? Nee, Ted wurde entführt wahrscheinlich, oder? Ja. Haben Ted mitgenommen. Mann! Das ist doof gelaufen, ey. Wir haben diese verkackte Gasmaske einfach nicht kaputt bekommen. Hätten wir das geschafft, dann hätten wir es... Ja, und hätten wir Pancake nicht aus einem rausgelassen, dann hätten wir das Achievement jetzt. Mann! Oh, das ist bitter. Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Im nächsten Part versuchen wir es weiter. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.